Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Galaxy. Ja, der Todd hat hier gleich mal wieder eine Nachricht für uns, den sprechen wir dann gleich mal an. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Ja, das wird mir ja. Ja, wahrscheinlich wieder 5 Ups. Ja, genau. Ja, glaube, hau rein. Selbst in Gefangenschaft ist die Prinzessin wundervoll fürsorglich. Nice, und dann haben wir wieder 9. Das Problem ist ja hier, die One-Ups werden nicht gespeichert in Super Mario Galaxy. Aber in dem Fall, wenn man da 5 am Anfang kriegt, ist ja wunderbar. Dann gucken wir hier mal noch meine Terrasse, ob hier nicht zufällig irgendwie ein Komet oder sowas aufgetaucht ist oder irgendein geheimer Stern. Nö. Leider nicht, leider nicht. Aber das macht ja nichts, denn wir haben ja noch einiges zu tun im Badezimmer. La 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 la. So. Dann gehen wir da mal rein. So, in der Sternstaubgalaxie haben wir alles erledigt. Die Bam 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 Galaxie auch. Der Kampffelsen ist auch komplett erledigt. Oh mein Gott, Leute, wisst ihr, was das heißt? Testbar haben wir auch erledigt. Das heißt, es bleibt uns nur noch diese Galaxie hier. Bowsers Sternenfabrik. Lass uns loslegen. Du. Kampf in Bowsers Festung. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Der Endboss der Badewannengalaxie, der Badewannenteil, nee, des Badezimmers. Badewanne. Huah. Hallo. Als ob ich da jetzt runtergefallen wäre. Ich hätte gerade einen Wandsprung gemacht, dann hätte ich mich gewirbelt, dann wäre ich wieder oben gewesen. Ich war noch nicht mal unten. Im Pfosten, ey. Hallo. Ich fühle einen großen Stern da drin. Aber der Weg dorthin ist sicher mit Fallen gespickt. Pass gut auf dich auf. Ja, wieso fliegst du da nicht rüber? Du kannst wenigstens fliegen, ich nicht. Okay. Gut, hier kriegen wir das One-Up wenigstens wieder. Oh, und die Musik ist wieder wunderschön. Super Mario 64 Musik. Da wirbel ich mich rüber. Oh. Oh, jetzt schnell rüber. Wow. Was ein Spaß, die, Nein! Alter, wie kommen wir da durch? Das ist ja scheiße. Ich gehe mal nochmal zurück. Vielleicht ist ja das One-Up wieder da. Oh yeah. Nicht irgendwo runterfallen. Gut. So verliere ich immerhin keine Ups. So. Jetzt dürfte ich aber durchkommen. Ja, gut. Was zum... Alter. Ach, jetzt kommt hier wieder so ein Spielchen. Die Gravitation hier ist total chaotisch. Achte auf die Pfeile auf dem Weg. Ja, das kennen wir ja. Okay, dann gehen wir hier mal an die Decke. Wow. Da müssen wir mal auf diese schwarzen Löcher da aufpassen. Alter. Na toll. Und hier ist ein One-Up. Ah. Wow, das war knapp. Da habe ich mir schon meine Arschhaare abgebrannt. Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Ach, scheiße.
Wo kam der her, ey? Mann, oh Mann. Okay, dann los. Mann, oh Mann. So, jetzt lass mich durch. Wow. Nein, nicht. Ah, lol, wie habe ich das geschafft, ey? Was zur Hölle geht denn hier ab, ey? Ah, wenn Mario so rumhüpft, ist er voll schwer zu steuern. Und da ist Bowser persönlich. Oh mein Gott. Nein, er zerstört die ganze Brücke. Schnell. Schnell, Mario. Die Brücke fällt aber langsam runter. Oh, und 15 Pilz. Den kann ich allerdings gut gebrauchen. Nein. Ich habe versagt. Nein, Alter. What the fuck? Das war allerdings knapp. So. Bowser. Du bist weit gekommen, mein kleiner Freund. Dich werde ich zerquetschen und dann die Fetzen im Weltall verteilen. Weil ich ja sonst keine Hobbys habe. What the fuck? Okay, was muss ich tun? Was muss ich? Nein, die Münzen. Ah. Wie zum? Was zum? Ach so. Okay. Was ist hier drauf? Alter, was zur Hölle muss ich tun? Okay. Ich glaube, ich verstehe. Was soll das jetzt? Wow. Okay, er hat sich wieder seinen Arsch verbrannt. Ah, okay, gut. Was muss ich tun? Okay. Das war doch schon mal gut. Er lässt zumindest Sternteile fallen und das ist immer gut. Verdammt, mein 3. Mein 6 Leben Pilz ist wieder weg. Wow, Alter, was für ein Fight, ey. Jetzt spring doch. Oh, keine so... Okay. Er liegt wieder auf dem Rücken. Doch was nun? Komm her, bleib doch stehen, Mann. Au. Nein. Gib mir mal so ein... Alter. Wie der Typ mich nervt, ey. Ja, jetzt komm wieder her. Ah, jetzt bleib ich an dem Teil da hängen. So eine Scheiße. Jetzt muss ich den wieder erwischen. Nice. Du Noob. So, zweimal habe ich ihn schon getroffen. Das heißt, einmal fehlt noch.
Nein, springe doch. Ah, verdammt. Los, ich brauche eine Münze. Alter, ich brauche dringend eine Münze. What the fuck, ist hier keine Münze mehr? Alter, nein! Nein! Da waren doch vorher noch Münzen ohne Ende. What the hell? Jetzt alles nochmal. Ja, danke. Auf geht's. Naja. Ich habe auf jeden Fall wieder den 6-Leben-Pilz. Den brauche ich nämlich. Dringend. Puh. So. Jetzt kommt wieder hier die Katze. Bla, bla. Kann ich hier nicht überspringen? Oh, ha, ha, ha. Haha. Haha. Ja, zerquetschen. Bla, bla, bla. Kennen wir ja jetzt schon. So, jetzt weiß ich immerhin, wie es funktioniert. Nein! Egal, gib mir die Münze her, gib mir die Münze. Wenn du sie schon zerstörst. Nice, einmal haben wir ihn. Ach, verdammt. Komm her, du Arsch. Und gleich das erste Mal getroffen. Nice. Ohne... Okay, wir haben noch kein Leben, also wir haben ein Leben verloren, aber wir haben ja wieder alle. Ach, verdammt. Aber ich fühle es mir gleich wieder auf, weil ich darf meinen 6-Leben-Pilz nie... Ich muss den so lange wie möglich behalten. Was haben wir jetzt? Die sammle ich noch kurz auf. Aber ja, die müssen hier halten halt nicht so lange. Weil hier immer so viel zerstört und gewellt wird und leiser und Lava. So. Nein, da habe ich nicht erwischt. So. Zweimal. Und wir haben noch 5 Leben. Nice. Okay, 4. Los, komm, spring schon. Nein, er springt noch nicht. Gut, aber jetzt springt er. Nicht. Los. Jetzt macht das Ding kaputt. Gut. So. Nein! Da hat er mich überrollt. So ein Arsch. Hä? Was ist denn jetzt los? Ah, okay. Ist er down? Boots. Ach, das ist mies gelaufen. Aber mein Plan... Tut mir leid. Aber mein Plan kommt gut voran. Mario, glaubst du kannst mich aufhalten? Ja, denke ich schon. Oh, und er pausiert sich davon. Aber der Stern wird befreit. Und wir haben somit auch diese Galaxie beendet. Und einen neuen großen Powerstern befreit. Großen Stern erhalten. Du.
So. Und die Sternwarte erhält mehr Energie. Ich habe einen Stern erhalten und somit 27. Galaxie komplett. Und ich habe eine neue Galaxie entdeckt. Sogar 4. Ein großer Stern ist zurückgekehrt. Und du kannst jetzt zu einer Kuppel weiter im Inneren gehen. Aber die Sternwarte macht immer noch keine Anstalt, sich zu bewegen. Die Powersterne reichen noch nicht aus. Die Schurken, die deine dir kostbare Person entführt haben, haben sie bis zum fernsten Ort gebracht, dem Zentrum des Universums. Wenn unsere Sternkraft zurückgekehrt ist, kann die Sternwarte bis zum Zentrum des Universums fliegen. Dann siehst du auch die dir kostbare Person wieder. Okay, Bitch. Danke für die Infos. So. Oh. Black Luma, was hat denn der zu sagen? Ja, ja, hier ist die Karte. Ach so, okay. Ja, lass mich noch mal die Karte angucken. Auf eurem Flat Screen. Was ist denn das hier? Kokor-Asteroiden? Kekse. Ach so, okay. Dann gucke ich jetzt vorher noch mal hier überall rein. In die Terrasse und so. Denn ich will gucken, ob hier noch irgendwas aufgetaucht ist. Kann ja sein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Nö, nicht. Und dann gehen wir zum Badezimmer. So, was haben wir denn hier drin? Ist hier irgendwas Cooles? No. No. Ich glaube, hier drin habe ich auch schon alles, was geht. Ich habe die zwei wahrscheinlich jetzt komplett abgeschlossen. Hoffentlich. Okay. Dann wollen wir mal weitermachen. La 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 la. Da kommt... Oh, das Schlafzimmer ist noch zu. Ist besetzt. So, wo ist denn jetzt das Teil? Was haben wir denn hier? Küche. Hat das hier die Bibliothek? Alter. Ich will doch nur... Ego-Perspektive. Ach, ich muss da hoch. Okay. Ja, dann gehe ich doch mal da hoch. Hier ist die Küche. Okay. So. Nein! Verdammt! Verdammt! Wieso? Jetzt geh da hoch, Mann! Stell dich nicht so an, ey! So, nimm jetzt bitte hier rein. Wir haben ihre Basis an der Front entdeckt. Bleibt zu hoffen, dass sie die Kraft des Sterns nicht missbrauchen. Also, sonst kommt er auch wieder mit. Och,
Ach, wie schön. Oh, ich hock mich hier erstmal. Alter, niemand will mit dir sprechen. Oh, ich will doch mit dir sprechen. Ja, ja, hier ist die Karte. Ich hätte gerne eine Liste. Okay. Da sind also die... Okay, okay. Gut, dann habe ich das auch mal angeguckt und dann wollen wir hier mal anfangen. Das hier können wir noch nicht. So. Was ist denn das hier? Testblase. What the hell ist Testblase? Hui, fliegen wir da mal hin. Und holen uns den Stern von der großen Blase geschüttelt. Oh. Einen Moment. So, ich habe mir mal meinen Fernseher noch ein bisschen leiser gemacht. Nicht, dass man den Sound hier noch hört. Oh! Wieso? Wieso tue ich so etwas? Hallo. Unser Pilzschiff musste hier notlanden. Pech. So, und was ist jetzt hier? Hallo. Der Wind weht stark. Wenn man sich von ihm tragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Nein! War eine scheiß Idee. So. Ich guck mich hier mal um. Okay. Nein, jetzt spring doch, Mann, Alter. Jetzt bin ich hier schon dreimal verreckt, ey. Das gibt's doch nicht. Boah. Was ein Scheiß, ey. Bla bla bla. Bla bla blase. Alter. Hey, wenn du die große Blase erreichen willst, dann hör besser zu, was Schildbürger zu dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du die Luft aus dem Sternenzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Okay. Ah. Okay. Cool. Gut, eins habe ich schon. So. Was ist denn das hier? Ach, da würde ich eine neue Blase kriegen wahrscheinlich. Nicht in die Ventilatoren. Aha. Ja. So sieht's aus. Alter! Springen, einfach nur springen.
So, okay. Wir machen hier im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.